Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir machen heute mal den Road to Hell Regal. Was heißt das genau? Wir sind beim Sturmsoldat hier fast Stufe 10 und dann kann man hier die letzte Waffe freischalten. Das wollen wir auf jeden Fall versuchen. Wir spielen deswegen mal ein bisschen Sturmsoldat und wir spielen gerade den Modus Team Deathmatch. Ich bin ja absolut kein Freund davon, denn ja, was soll ich sagen, der Team Deathmatch ist halt relativ verkämmt irgendwo. Alle sitzen irgendwo rum und keiner läuft durch die Gegend. Das ist halt häufig der Fall, was den Modus relativ unattraktiv macht. Ich werde mal hoffen, dass ich hier irgendwo einigermaßen wen finde und nicht, dass wieder alle nur in irgendwelchen Ecken hocken. Ah, über die Distanz mit der Automatico ist gewagt. 36 Schuss haben wir getroffen, 36 Schaden. Nicht allzu viel. Oh, wow, ich sehe schon. Wenn man hier durch die... Wow! Wenn man hier durch die Gegend läuft, ja, siehst du mal schon. Alle sind schön am Rumcampen. Warten da oben, campen, ja, ja, schön, schön. Ist halt echt schade, ich verstehe einfach nicht, wieso man nicht den Modus, wie heißt es denn hier, Abschuss bestätigt aus Call of Duty Cloud. Ganz ehrlich, Abschuss bestätigt ist so viel besser als Team Deathmatch. Also ich würde Team Deathmatch eigentlich fast gar nicht mehr irgendwie in Spiele reinbringen, sondern nur noch den Modus, weil, Abschuss bestätigt, für die Leute, die es nicht wissen, ist eigentlich Team Deathmatch, aber jeder, der stirbt, lässt eine Marke fallen, im Fall jetzt von Call of Duty lässt seine Marke fallen. Diese Marke kann man... Ich krieg keinen Tod, ey. Diese Marke kann man aufsammeln, um von gefallenen Teammates, um die den Kill zu denyen, wie heißt das denn auf Deutsch, zu verhindern und von gegnerischen, um ihn zu bestätigen. Deswegen auch Abschluss bestätigt. Und nur danach kriegt man Punkte. Das heißt, wenn man nur in der Ecke rumhockt und campt, wird man nicht viel erreichen. Man muss sich bewegen. Zumindest die Leute, die jetzt hier auf dem Dach stehen würden und snipen, würden absolut nichts fürs Team bringen oder relativ wenig, weil jemand anders müsste die Marken einsammeln. Und das macht es auf jeden Fall sehr viel interessanter irgendwo für mich. Und jetzt machen wir hier mal einen kleinen Trick, womit wir systematisch hier die Häuser zum Einsturz bringen. Ja, sehr schön. Ist ja natürlich dann direkt hinter mir, ist es perfekt, ey. Aber da seht ihr es, das Haus ist immerhin eingestürzt. Das werden wir systematisch mit allen Häusern hier machen, ganz ehrlich, weil mir das so doof ist, dass dann da die Leute da oben zum Beispiel wieder drauf rumcampen. Sichtungsbonus. Ich habe den, der ist sowieso tot, glaube ich, der Typ. So, wir sehen schon, das ganze Gebäude stürzt hier ein. Was doch einen großen, großen Vorteil macht. Gerade wenn man hier nicht gewillt ist zu snipen. Boah, lass mich mal durch hier. Automatico, merkt man schon, ist richtig, richtig stark auf kurzer Distanz. Auf mittlerer und größerer Distanz wird es dann relativ schwach. Und man hat eine relativ schlechte Sicht auch. Oh. Kommt der? Das war sehr schön. Aber ich werde hier immer ordentlich angehittet. Also man sieht schon... Nein, das war ja Gas! Warum spiele ich denn mit Gas? Ich war jetzt so dran gewöhnt, dass ich mit Ding spiele, mit Feuer. Das war ja jetzt Fail. So, legen wir nochmal Feuer hier rein, ne? Dass ich da Gas drin habe, das wundert mich, ehrlich gesagt. Feind getroffen, immerhin. Kriegen wir noch ein paar Punkte. Oh Mann, 4:4, also wirklich gut. Von den Stats her sind wir gerade wieder mal nicht. Aber was will man erwarten? Ich meine, guckt euch das an, da wieder nur am Rumgammeln, die Herren. Ich habe den zwar markiert, aber das stört auch keinen. Gucken wir uns erstmal den hier. Da hinten war noch irgendwo einer. Sehr schön. Die ganzen Kills machen wir hier. Oh, da ist auch einer. Jetzt hoffe ich mal, der Sniper achtet nicht auf mich. Versuchen wir ein bisschen Haken zu schlagen immer, ne? Weil die Sniper auf den Dächern, die sind auf Zack. Die kriegen da einen auch recht schnell weg hier. Und jetzt sehe ich ja echt viele gerade. Jetzt mache ich hier so einen richtig schönen Lauf. Nein, und der holt mich. Der holt mich einfach mal weg. Schöner Kopfschuss hat er mir leider gedrückt. Hat man gehört durch dieses Zünk. So, was haben wir denn? 8-5. Also, na, ich habe meine Sets zwar ein bisschen verbessert, aber wirklich gut sind sie noch nicht geworden, ne? Ich würde hier ganz gerne immer noch die ganzen Häuser abreißen. Also für Team Deathmatch ist das hier echt nervig als fast jede Klasse. Ne? Da muss man eigentlich schon fast irgendwie so einen verkämpfenden Boy spielen hier. Da fällt er runter. Das war einer aus meinem Team, was soll's, ne? Will die Häuser einfach an sich kaputt kriegen, dass man hier einfach nicht hoch kann. Also das ist ein guter Tipp. Die Panzerabwehrmine ist dafür perfekt geeignet. Huch.
Man sieht schon, die reißt nämlich einfach komplett alles ein. Die hat wohl den besten Explosionsradius, Explosionsschaden. Geh doch da rein! Boah, ey. Er ist hier links von mir. Ach. Teammate, erschreck mich nicht so. Wie viele sind da noch? Eben habe ich wenig Schaden gemacht. Oh Mann. Lass mich hier bloß weg, ey. Feind getroffen. Sieht gut aus. Jetzt können wir hier mal versuchen, selbst eine erhöhte Position einzunehmen. Okay. Ich sehe. Ich denke schon immer. Die trampeln immer sofort drauf los, ey. Und jetzt ist doch noch einer hinter mir. Nein, wo kam denn der her? Aber das ist. Ich wurde da echt irritiert, weil dieser Teammate bei mir gespawnt ist und sofort lossprintet. Ich bin ja dann echt immer gerne am Lauschen, weil das geht sehr, sehr gut bei dem Spiel, dass man irgendwo so ein bisschen hört, wo die Gegner langrennen, wenn die wirklich hier die ganze Zeit mit Shift durch die Gegend sprinten. Das hört man dann sehr, sehr gut, aber wenn das so ein Teammate neben dir macht, dann bist du echt irritiert. Ich hab den hinteren noch gar nicht getroffen, ey. Service da, immerhin. Jetzt kriegen wir hier mal die ordentlichen Punkte. Der Feind gewinnt. Gefällt mir natürlich nicht. Ich denke mal... Boah, der Turnaround. Ich denke mal, dass wir Team Deathmatch sowieso nicht so häufig spielen werden, beziehungsweise fast gar nicht. Denn Team Deathmatch ist halt, wie gesagt, ne, die Leute sitzen irgendwo rum. Jetzt am Ende hat sich sehr stark gebessert, wo ich so ein paar Gebäude vielleicht auch weggemacht habe. Vielleicht hat das echt gut geholfen. Aber am Anfang hat man es ja gesehen, da sitzen sie dann jedes Mal oben auf irgendwelchen Dächern rum und warten und warten und snipen darunter. Ist halt echt ärgerlich, sowas. Und da kann man auch nicht viel machen gegen, außer die Gebäude halt zu zerstören, weil die setzen dann einfach ihre Sprengpfeile auch noch ans Ende hin, warten, dann gucken. Das hört man auch, wenn die so ans an die Leiter hochkletterst, hört man das auch. Also ein guter Scharfschütze wird das merken, wenn du da die Leiter hochkletterst, wenn er nicht gerade total abgelenkt und beschäftigt ist. Und das ist natürlich dann auch nicht so cool. Hilfe zählt als Kill, Hilfe zählt als Kill, Hilfe zählt als Kill. Na, wo ist denn hier einer? Ich sehe den nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Links von mir. Waren das nicht meine Teammates erst noch? Bin ich jetzt wieder mal Blindfisch hier? Eieieiei. 18-8. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen zufriedener mit meinen Stats. Und ich müsste eigentlich ja bald mal aufsteigen. Oder habe ich es verpasst? War das das mit dem Service da? Aber das war doch irgendein Automatico-Erfolg. Ich spiele übrigens die Automatico in der Sturmvariante für alle, die sich fragen, welches Preset benutzt du. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das ist noch so auf mittlerer Distanz mit so einem leichten Zoom hier noch relativ nutzbar auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber mal gucken auch hier ganz kurz, welche Stufe ich denn bin. Wiederbelebt werde ich sowieso nicht, kein Medic in der Nähe. Nee, so knapp. So knapp. Irgendwann werden wir die Hellriegel noch haben. Ich will die unbedingt kriegen. Das wäre dann die zweite Klasse, die ich auf Stufe 10 habe, nach dem Scout, nach dem Speer. Und ich will natürlich auch irgendwo alle Klassen auf Stufe 10 bringen. Am längsten oder am langsamsten wird es wahrscheinlich der Versorger dann sein. Der wird noch am längsten dauern. Wir verlieren leider. Schade, schade, schade. Ich hatte eigentlich eine ganz gute KD, ne? Zwei, ja. Da waren noch einige dabei, die ganz brauchbar waren. Aber gut, hier sind auch einige dabei, die das Spiel ganz neu haben. Hier ist ein 5er und ein 4er drin, also da kann man es verstehen. Aber den Gegnern auch ein Level 2er. Der Arme, der hat nicht viel Spaß mit seinen 0,6. Gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Endstatistik hier. Highlights. Habe ich was? Nein. Kiste. Kriege ich welche? Immerhin davon. Battle Pack. Los, los. Auch das bleibt mir verwehrt. Gut, dann würde ich sagen, wir machen noch eine Runde und wir sehen uns gleich in der nächsten. Bis dann. Weiter geht's jetzt hier mit noch einer Runde Team Deathmatch. Ich bin einfach in der Lobby geblieben. Und diesmal werden wir es doch wohl hinkriegen, jetzt hier die Hellriegel freizuschalten innerhalb des Spiels. Ich finde, hier ist die Automatico sowieso nicht so gut auf dieser Map. Denn hier hat man recht viele große Distanzen. Aber wir werden sehen. Das war recht knapp. Wir haben schon gesehen, die Feuerrate ist halt richtig, richtig hoch. Wenn man da richtig schön rausholzt, wie ich jetzt gerade, kann man auch mal schnell out of ja, Munition gehen, so gesehen, in dem Moment. Zumindest das, was im Clip steckt. Da muss man recht häufig nachladen und das ist hier auch echt ein Nachteil, ne? Also, ist nicht so, dass die Automatico super overpowered wäre oder so.
Ach, da kam ich nicht mehr weg. Da kam ich einfach nicht mehr weg. Gut, drück mal wieder die Leerzeile durch, denn ich sehe ja auch schon, man muss immer so ein bisschen gucken, ne? Ist hier irgendwo ein Medic? Ist hier irgendwo ein Medic? Aber war keiner. Ich weiß, ich habe natürlich auch immer so diesen Drang, drück die Leerzeile, aber wenn man das dann so sieht, ah, da ist ein Medic in der Nähe, vielleicht erstmal kurz beobachten. Was macht der? Ist der weit weg? Kommt der auf mich zu? Wäre zumindest ratsam. Aber gut, jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier noch ein paar Kills farmen können, ne? Denn das ist hier irgendwo im Moment das Wichtigste. Kills, Kills, Kills. Ist halt auch mal angenehm. Einfach so den Kopf ausmachen und nur auf Kills spielen. Der hier läuft ja auch echt gefährlich rum, der Typ. Die Distanz kannst du vergessen. Habe ich irgendwas dabei, was mir hier hilft? Ich glaube leider nicht. Versuch mal abzuhauen. Denn so bringt mir das gar nichts gegen die Typen, die da auf dem Berge campen. Ist da einer drin? Hinter mir muss einer sein. Aber ich achte gerade die ganze Zeit da oben hin, obwohl die sitzen. Ob die wohl in der ersten Etage sitzen, in der zweiten Etage sitzen. Jetzt muss wieder einer unten sein hier. 10 nur für 10. Da hat man schon gesehen, da hat die Automatico versagt, ne? Da waren einfach nicht mehr genug Schuss da. Was? Wodurch? Hä? Was? Gasgranate? Da lag Gas? Habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Der Feind liegt in Führung. Ich habe eigentlich ganz gute Stats, ne? 7-2. Also da kann ich mich jetzt sicher nicht beschweren. Es war eben ganz gut, wie ich das hingekriegt habe. Auf jeden Fall wieder eine knappe Runde. Das ist immer sehr, sehr interessant. 15. Also gegen gegnerische Gegnertruppen bringt das recht wenig. Oh, 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 oh. Neuer Klassenrang erreicht. Das heißt, wenn wir nächstes Mal sterben, versuchen wir auf jeden Fall mit... Kann er mich heilen? In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit verfügbar. Jedenfalls, wenn wir das nächste Mal sterben, versuchen wir mit der Hellriegel zu spawnen. Ist da oben einer oder hat er das nur so pretty mäßig dahin geklatscht? Ich weiß jetzt gar nicht, wieso ich das Dynamit mitgenommen habe. Ah, das war jetzt das super schlau, das kurzzeitig anzugucken, was ich dabei habe. Und natürlich genau in diesem Moment kommt der da die Treppe runter, ne? Hätte er auch nicht die ganzen 5 Sekunden vorher machen können, das ist halt wieder mal das Glück. Hä, wo ist er? Ach, ich muss ja auch erst kaufen. Denken wir schon so, hä, wo ist er denn? Nee, Hellriegel, 200, ganz schön teuer das Ding. Gucken wir mal, ob wir noch was groß anpassen können. Optik. Hier nehmen wir die. Einfacher Zoom, zweifacher Zoom. Machen wir mal so. Keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Ich habe die ja noch nie gespielt. Dürfte jetzt klar sein, denke ich. Aber die hat relativ viel Schuss, glaube ich, ne? Ja, 60. Weiß natürlich nicht, wie gut die jetzt auf mehreren oder verschiedensten Distanzen ist. Werden wir jetzt herausfinden. Ich treffe gar nicht. Wow, das hat jetzt aber viel Schaden gezogen, oder? Der Kopfschuss am Ende noch. War da noch einer oder war das er, der mich getroffen hat? Irgendwie gerade sehr verkämpft in dieser Basis da oben. So, während ich hier regeneriere, können wir eh kurz mal einen Schuss draufsetzen. Aber hat nicht viel gebracht. Granate rein. Ich sehe da gar keinen. Ah, das ist einer von mir. Der wäre ich wahrscheinlich eh schon tot gewesen. Wäre das einer der Gegner gewesen. Ah, mir gefällt das hier nicht. Komm, ich stürm rein, Kollege. Wir holen uns die Burg zurück. Keiner da. Ging ganz schön einfach, die Burg sich zurückzuholen. Au! 5, 5. Also die macht auf Distanz auf jeden Fall auch schon was gut her. Hat natürlich kein Visier, was ein bisschen schwierig das gleichzeitig macht für die Distanzkämpfe. Oh, ich blockiere den hier, die Sicht. Sorry. War jetzt nicht meine Intention. Ich laufe ja hier lieber, viel lieber durch die Gegend hier. Das war nichts. Der hat mich doch gar nicht angeguckt. Das sah jetzt merkwürdig aus. Ja,
Ja, da habe ich nicht. Ich hätte die Maske nicht aufziehen sollen. Das war echt alles Unlucky. Hier dieses verdammte Gas auch wieder mal, was überall rumliegt. Damit soll die nur ich spielen. Ich mag das nicht, wenn andere damit spielen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass... Oh, der eine bei uns ist richtig gut. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das Gas tatsächlich, dass man da zwei Granaten hat und bei den ganzen anderen oder bei vielen der anderen nur eine Variante, also eine Granate. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ich verstehe nicht warum, weil die Gasgranate finde ich doch eigentlich ziemlich stark, ja. Wieder mal der schöne Sprungbug, der hier möchte einfach nicht da hoch, dann laufen wir eben einmal ganz außen rum. Feindlicher Sanitäter! Warum lade ich nach? Warum lade ich nach? Ich brauche doch gar nicht nachladen. Da muss ich mich erst gewöhnen. Also, die wissen irgendwie ungefähr, wo ich stehe, aber ich sehe keinen. Bin ich aber wieder nur blind, oder? Aber jetzt schießt er nicht mehr auf mich. Von daher denke ich mal, der weiß auch nicht, wo ich bin. Gehen wir hier hoch. Versuchen die Leute hier irgendwie vom Berg zu kriegen, denn hier sind irgendwo immer noch welche, ne? Na gut, auf die Distanz klappt das doch nicht mehr so gut. Da habe ich irgendwie ein bisschen die Waffe überschätzt. Ich darf nicht nachladen. Also ich bin jetzt gerade so gewillt, wieder nachladen zu drücken. Das ist unglaublich. So, wenn man dann Salven schießt, klappt das, glaube ich, auch ganz gut mit diesen Halbdistanz-Sachen. Da unten liegt einer auf jeden Fall hier. Wo ist er hin? Da ist er. Außer Hüfte sprayen klappt natürlich, war jetzt nicht so gut gamed. Aber gegen den Sniper habe ich da noch immer die guten Chancen. Ah, oh, den zweiten habe ich nicht gekriegt. 3%! Ich habe so gehofft, dass ich den auch noch krieg. Hat leider nicht gereicht. Die gefällt mir auf jeden Fall, die Waffe. Hat einen komischen Sound, muss ich sagen. Die ist nicht so dröhnend, sondern eher irgendwie plastikmäßig. Wenn ich jetzt nochmal schieße, mal gucken. Ja gut, es geht. In der Nähe deiner Position. Aber so wirklich, wirklich gefährlich klingt die nicht, ne? Alles klar, Kollege. Schreit er hier die ganze Zeit nur rum. Ach, dieses Gas. Wo kam der her? Da war doch sogar ein Freund von mir in dem Gebäude drin. Hat er da wieder gesessen? Hat er da wieder einfach nur rumgesessen, der Herr? Gut, wir gehen mal... Nein, verdammt, ich wollte jetzt eigentlich bei dem da oben spawnen. Habe ich zu schnell gedrückt? Wir verlieren das noch. Das gibt's doch nicht. Ich will hier nicht alles verlieren. Immer so ganz knapp auch noch. Ist ärgerlich. Aber das scheint mir wieder der Fall zu sein. Die kommt zurück, ja. Mal, hier muss doch wieder so eine Messerheini muss doch hier irgendwo rumhocken. Treffer gleich null. Die Nachladermunition ist aber auch saukurz, ne, muss man halt auch mal sagen dafür. Ja. Blockieren sie mir hier den Weg, kann ich nicht viel machen. Niederlage, schon wieder. Und ich krieg die ganze Zeit noch Schaden durch das Gas. 88 zu 10. Ich war eigentlich ganz gut dabei, ne? Mit 14 zu 6. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Team, 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 was ist da los? Hier, der eine 3,15. Der hat uns echt den Loose gebracht. Wow, mit so einer KD. 32 ist der schon? Also das ist irgendwo... Der probiert was aus, oder was macht der? Ist recht enttäuschend. Recht enttäuschend. Na gut, wir gucken auf jeden Fall nochmal, ob wir hier noch was kriegen. Da sind wir. Kopftreffer am meisten. Habe ich zwar nicht drauf angelegt, aber hat irgendwie geklappt. Und nix. Aber wir haben natürlich wieder vorgesorgt. Haben noch ein paar übrig. Und machen gleich mal eine auf. Und diesmal kriegen wir einen relativ hässlichen Skin. Das ist ein Sniper. Aber gefällt mir nicht. Gefällt mir absolut nicht. Fügen wir einfach hinzu. Oh, wir kriegen noch einen Tup-XP-Boost. Ach, der ist seit dem Patch dabei. Stimmt. Schrotten für... Oh, 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 oh. Da bin ich jetzt ja gerade am überlegen. Ich
brauche gar keine XP mehr, ich verschrott den. Asozialer Tombi, confirmed. Ich verschrott den, ich will mir so eine Kiste kaufen. Wie viel habe ich denn jetzt? 900, ich kann mir beim nächsten Mal tatsächlich irgendwann als großes Pack-Opening hier so ein super Ding holen. Coole Sache, ey. Der Kanzler, ich glaube, die wechseln ja auch durch. Da sind gerade uninteressant. Ich warte auf jeden Fall ab, bis da mal interessante Skins dabei sind. Aber gut, bevor ich das jetzt hier zu lang ziehe, würde ich sagen, das war's wieder mal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich, ciao.